Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 4. August, das ist der Gedenktag des heiligen Jean-Marie Vianney, des Pfarrers von Ars, über den wir schon letztes Jahr ausführlich gesprochen haben. Ein ganz unwahrscheinliches Heiligenleben und eine unwahrscheinliche Wirksamkeit. Mit Unwahrscheinlichkeiten hat es auch die Geschichte im Evangelium zu tun. Jesus ging von dort fort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Das ist eine interessante Lerngeschichte und zeigt eine Bewegung im Leben Jesu, die wir mit einer so mehr oberflächlichen Frömmigkeit, die Jesus immer auf Goldgrund zieht und keine Entwicklung in ihm zulassen möchte, die wir uns da gar nicht vorstellen können. Also er überschreitet eine Grenze. Vorher tut er es in einem physischen Sinne. Er zieht sich, heißt es, zurück, vielleicht nach einem eskalierenden Streitgespräch mit den Pharisäern. Das ist zumindest das, was in den Versen davor zu lesen ist, über Reinheit. Und er zieht sich zurück, heißt es, in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Das sind Küstenstädte im heutigen Libanon, also außerhalb des Heiligen Landes. Und eigentlich hat er da keine Rechte und eigentlich muss sich eine dortige kanaanäische Frau nicht entschuldigen, wenn sie sich ihm nähert. Er bringt sich ja in Sicherheit außerhalb der Landesgrenzen. Und man sollte sich denken, when in Rome, do as the Romans do. Aber nein, Jesus, der das Gesetz in sich hat und erfüllt das Gesetz Gottes für Israel, der ist ein stolzer Jude auch außerhalb der Landesgrenzen. Und überhaupt sieht so aus, als wolle man hier die Härte der Jesu deutlich heraustreten lassen. Das ist ja nicht sehr nett, seine Reaktion, gefällt einem so nicht. Und dafür scheinen die Jünger sympathisch gezeichnet zu werden, denn sie sagen: Befrei sie doch von ihrer Sorge. Aber jetzt kommt die Begründung, denn sie schreit hinter uns her. Wie typisch ist das, dass die Satten von den Hungrigen geärgert werden oder die Reichen von den Armen gestört werden. Und so ist es auch hier. Die Jünger erscheinen nur mitleidig, sind es aber nicht, sondern sie wollen einfach nicht gestört werden. Und deswegen soll die Frau zum Schweigen gebracht werden. Christoph Schönborn, der Kardinal von Wien, wirklich ein Kirchenlicht, hat das mal so ausgelegt. Er hat gesagt, Erbarmen ist nicht nett sein und nette Sachen sagen, sondern das Erbarmen kann auch mit einer harten oder einer zunächst nur schwer überwindlichen, jedenfalls nicht gefälligen und nicht angenehmen Art einhergehen. Also Jesus weist die Frau erst schroff zurück, aber er lässt sich auf sie ein. Und er spricht mit ihr und er setzt sich mit ihr auseinander. Und so schafft er die Voraussetzungen dafür, dass die Frau ihn bezwingen kann. Das tut sie. Sie hat einen Plan und den will sie durchsetzen. Sie ist in Sorge um ihre Tochter und da geht sie über jede Grenze. Und Jesus lässt sich mitziehen, weil er eben nicht die Sturheit und Prinzipientreue in Person ist, sondern die Liebe Gottes für die Welt. Gott segne und behüte sie alle.